Hey Leute, das ist das neue Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra. Ich konnte sie bereits anschauen, die 200 Megapixel Kamera testen und sage euch heute, was alles neu ist. Und für mich markiert dieser Tag das große Comeback von Samsung, auf das ich seit Jahren gewartet habe. Warum das so ist, erfahrt ihr jetzt. Es wird selbstverständlich Reviews zu allen heute vorgestellten Smartphones auf meinem Kanal geben, also abonniert ihn. Heute gibt es tatsächlich keinen Sponsor, deswegen muss ich mich für euch jetzt mal hier ausziehen. Meine T-Shirts werden bald eingestellt. Thomas, der Typ, der sie herstellt, der hört leider auf. Deswegen gibt es in meinem Shop 11% Rabatt auf alles. Nicht nur die T-Shirts, sondern auch den Kaffee und die Wallpaper. Also schaut vorbei. Wir feiern nämlich immer noch die 500.000 Abonnenten. Das Galaxy S23 und S23 Plus haben ein kleines Design-Update bekommen. Das Kameraelement sieht jetzt anders aus. Die Linsen stehen einzeln und es passt somit besser zum Galaxy S23 Ultra. Dadurch ist die Designsprache jetzt einheitlicher. In meinen Augen ist es aber ein kleiner Rückschritt, was die Bruchsicherheit und den Staub zwischen den Linsen angeht. Aber das Glas insgesamt ist stabiler geworden, denn vorne und hinten wird Gorilla Glass Victus 2 verwendet, das neueste und stabilste Glas, was es bei Smartphones gibt, und es besteht sogar aus 22% recyceltem Altglas. Die Geräte sind selbstverständlich weiterhin IP68 wasserfest und kommen in 4 Farben. Einmal wäre da beige, dann so ein leichtes violett-rosa, ein Grünton und schwarz. Die zwei Displaygrößen sind 6,1 und 6,7 Zoll. Beide haben eine Full HD Plus Auflösung und selbstverständlich OLED-Technik. Die Helligkeit ist bei beiden Geräten 1750 Nits. Mal schauen, ob das stimmt. Vor Ort war Samsung ein bisschen unsicher, ob das auch fürs kleine Gerät gilt, aber ich habe eigentlich gelesen, dass es auch fürs kleine Gerät gilt. Wir werden das im Review sehen. Der Fingerabdrucksensor ist der gleiche wie bisher, setzt also auf Ultraschalltechnik und ist wahnsinnig schnell. Der Vibrationsmotor ist auch der gleiche. Die Lautsprecher jedoch, zu denen wurde mir gesagt, sie wären die gleichen, aber sie klangen wirklich deutlich besser. Ich frage mich, liegt es an der Software, ist vielleicht wirklich ein besserer Lautsprecher verbaut worden, oder liegt es am Prozessor? Denn der Prozessor, der ist auf jeden Fall ein neuer und er ist das Highlight an diesem Gerät. Es ist der Snapdragon 8 Gen 2. Und sogar in der 4 Galaxy Edition bedeutet, sowohl die CPU als auch die GPU sind sogar noch mal etwas schneller als bei einem normalen Snapdragon 8 Gen 2. Dieser Prozessor ist einfach mal 34% schneller als das Galaxy S22 bei der CPU und sogar 41% schneller bei der GPU. Das ist ein irrer Performance-Sprung und Leute, das hat man tatsächlich deutlich gemerkt von Sekunde 1 an. Diese ganzen kleinen Mikroruckler und Hänger und Denkpausen, die waren einfach komplett weg. Es war ultra beeindruckend, wie flüssig dieses Smartphone lief. Ich habe es mit meinem Galaxy S22 verglichen und man hat es wirklich mit bloßem Auge gesehen. Auch die 8 GB Arbeitsspeicher sind schneller, 36% und gleichzeitig noch effizienter, und der Speicher ist auch schneller. Allerdings nur bei der 256 GB Variante. Die 128 GB sind immer noch UFS 3.1. Erst ab 256 GB ist es UFS 4.0 und dieser Speicher ist auch effizienter und sogar noch deutlich schneller. Ich habe dann Test durchlaufen lassen und vor allem die Schreibgeschwindigkeit war fast 4-mal so gut. Die Kameratechnik ist dieselbe wie im Vorjahr. Wir haben also eine 50 Megapixel Hauptkamera, ein 12 Megapixel Ultraweitwinkel und ein 10 Megapixel Dreifach Zoom. Allerdings hilft auch hier der Prozessor. Wie man auf diesem Foto schon sehr deutlich sehen kann, ist einfach mal die Verschlusszeit kürzer und deswegen verwackelt die Person in der Mitte nicht. Die Bildqualität ist also tatsächlich besser als im Vorjahr, obwohl die Technik selbst nicht erneuert wurde. Ein Wermutstropfen habe ich an dieser Stelle auf jeden Fall. Der Ultraweitwinkel hat nämlich keinen Makromodus und keinen Autofokus und ich finde, für den Preis ist das wirklich schade. Die Akkus sind jeweils um 200 mAh angewachsen und das zusammen mit der insgesamt viel effizienteren Technik sollte in meinen Augen zu einem Riesensprung in der Akkulaufzeit führen. Bei meinem Galaxy S22 habe ich etwa 4 Stunden Displaynutzung. Es würde mich überhaupt nicht überraschen, wenn das S23 jetzt 6 Stunden schafft und das S23 Plus nochmal eine Stunde oder sogar 2 mehr. Ich freue mich darauf. Natürlich wird mein Test dann erst zeigen, ob das wirklich so eintritt, aber das sind die Werte, die ich erwarte. Leider wurde beim Aufladen nichts beschleunigt, es sind weiterhin 25 bzw. 45 Watt. Ja, und dann ist da noch das Galaxy S23 Ultra. Und das sieht wirklich
sehr, sehr ähnlich zum Vorgänger aus. Aber vom Gefühl in der Hand ist es doch sehr unterschiedlich, weil der Rahmen jetzt ein signifikantes Stück kantiger ist und das Display ist auch weniger gewölbt, damit man mit dem S Pen wirklich bis ganz zum Displayrand gut zeichnen kann. Auch hier ist Gorilla Glass Victus 2 verbaut. Auch hier hatte ich das Gefühl, dass die Lautsprecher besser sind und hier sind vor allem im Inneren sehr viele Teile aus recyceltem Plastik hergestellt. Und die ganze Verpackung war auch ohne Plastik. Ich frage mich dann nur, warum klebt Samsung immer noch als einziger Hersteller diese dünnen Plastikstreifen überall auf den Rahmen? Keine Ahnung. Die Farben hier sind dieselben wie beim Galaxy S23, also beige, violett, gold und grün. Das Display ist 6,8 Zoll groß und hat eine Quad HD Plus Auflösung. Auch hier ist die Helligkeit 1750 Nit. Man hat also nicht versucht, Apple zu übertreffen, was ich ein ganz klein bisschen schade finde. Der Snapdragon 8 Gen 2 kommt hier sogar mit mindestens 12 GB Arbeitsspeicher und bis zu 1 TB internem Speicher. Standardmäßig sind 256 GB Speicher in diesem Gerät. Das Kamerasetup hier ist auch ähnlich zum Vorjahr. Wir haben den Ultraweitwinkel mit 12 Megapixel. Hier hat er allerdings einen Autofokus und Makromodus. Wir haben den dreifach 10 Megapixel Zoom und den zehnfach 10 Megapixel Zoom. Die große spannende Neuerung ist aber natürlich der Hauptsensor mit seinen 200 Megapixel. Und das ist ein ganz, ganz neu entwickelter Sensor von Samsung, der laut Samsung eine viermal höhere Dynamic Range haben soll als der vorherige Sensor. Die Kamera fotografiert natürlich nicht immer in diesen 200 Megapixel. Man kann die normalen Fotos machen mit 12 Megapixel, man kann 50 Megapixel Bilder machen oder 200 Megapixel Bilder und die belegen dann natürlich auch unterschiedlich viel Speicherplatz. Auch die optische Bildstabilisierung soll jetzt doppelt so gut sein. 8K-Videos können mit 30 FPS aufgenommen werden und 4K-Videos mit 60 FPS. In meinen Augen hätten beide diese Zahlen nochmal verdoppelt werden müssen. Ich habe ein paar Bilder gemacht und der Detailgrad ist wirklich unglaublich. 200 Megapixel sind wahnsinnig scharf, auch wenn sie aus einem Smartphone kommen. Man kann ganz weit entfernte Schriften noch überraschend gut lesen. Das ist schon extrem beeindruckend. Auch hatte ich das Gefühl, dass die Bilder jetzt etwas kontrastreicher und knackiger aussehen als beim Vorgänger. Auch hier jetzt mal im Vergleich mit einem Google Pixel 7 Pro. Der Akku ist 5000 mAh groß, also unverändert groß, sollte aber auch hier wegen der neuen, effizienteren Technik bessere Werte erzielen. Aufgeladen wird mit 45 Watt. Auch hier bin ich der Meinung, der wäre deutlich mehr gegangen. Die Konkurrenz lädt teilweise dreimal so schnell auf. Das Galaxy S23 kostet 950 Euro und kommt mit 128 GB Speicher. Das Galaxy S23 Plus kostet 1200 Euro und hat mindestens 256 GB Speicher und dann das S23 Ultra kostet 1400 Euro. Und ihr denkt jetzt, das Ultra ist aber teuer, aber ganz ehrlich, 40% der verkauften Galaxy S22 Smartphones waren das Ultra-Modell. Also Geld scheint hier in Deutschland bei Smartphones ja anscheinend wirklich keine Rolle zu spielen. Und es gibt sogar eine Vorbestelleraktion. Man bekommt jetzt 150 Euro auf den Ankaufswert vom alten Smartphone obendrauf und der Speicherplatz wird verdoppelt. Heißt, wenn man 256 GB kauft, kriegt man 512 GB. Und diese Aktion gilt bis zum 17. Februar, wo dann das Smartphone erscheinen wird. Die Galaxy S23 Serie mag augenscheinlich nach einem kleinen Update aussehen, einem S-Update. Aber ganz ehrlich, sie verbessert den allergrößten Kritikpunkt und das ist der Prozessor. Sowohl was die Performance angeht, als auch die Akkulaufzeit. Seit dem Note 7 ist Samsung einfach sehr vorsichtig gewesen, was ihre Akkus angeht, aus nachvollziehbaren Gründen. Aber jetzt bin ich super optimistisch, dass Samsung-Smartphones endlich wieder ganz oben mitspielen können bei der Akkulaufzeit. Und darauf habe ich einfach sehr, sehr lange gewartet. Ich freue mich extrem, die Geräte zu testen. Die Videos kommen schon bald online, also abonniert den Kanal und macht's gut bis dahin. Ciao.